Einen wunderschönen guten Morgen in die neue Handelswoche, liebe Traderinnen und Trader, und willkommen hier bei den täglich neuen Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes und erholsames Wochenende und freuen sich auf die aktuelle Handelswoche, wo wir nicht ganz so viele Wirtschaftsnachrichten erwarten. Von der Seite her könnten wir bei ruhiger und entspannter Lage von der Nachrichtenseite durchaus eine schöne, ruhige Handelswoche auch bei den Indizes sehen, es sei denn, es gibt das ein oder andere Störfeuer seitens kurzfristig ungeplanter Nachrichten. Da gibt es ja einiges, was auf unserem Planeten auch passieren kann, um die Kurse hier ein wenig durcheinander zu bringen. Aber alles in allem hat sich die letzte Woche doch schön verabschiedet und wir schauen mal, ob es in der neuen Handelswoche vielleicht auch so weitergeht. Und wenn Sie traden hier bei Tickmill, dann auch der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit gleich zum Blick auf das Tagesgeschehen, auf die Tagesnachrichten. Für die Vorbereitung ist das immer sehr wichtig zu wissen, wann was veröffentlicht wird. Und Sie sehen es, ganz so viel ist es heute nicht. Wir bekommen um 10.30 Uhr aus Großbritannien mit der Relevanz 3 eine Information zum Einkaufsmanager-Index im Baugewerbe für den Monat Mai. Am Nachmittag gibt es aus den USA ein paar Informationen um 16 Uhr zu dem Thema zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge und Auftragseingang für langlebige Güter. Das alles für den laufenden Monat, und um 16 Uhr auch noch den Auftragseingang für den Monat April. Also Sie sehen es, ein paar kleine Nachrichten gibt es, nichts, was massive Relevanz haben könnte. Um 10.30 Uhr muss man mal schauen, was der Index macht, beziehungsweise die mit dem britischen Pfund korrelierenden beziehungsweise zusammenarbeitenden Währungen, was dort passiert. Das lassen wir uns dann vom Markt einfach anzeigen. Diejenigen von Ihnen, die den Blog-Eintrag heute Morgen schon gelesen haben, ich hole Ihnen den auch gleich mal auf den Bildschirm. Schauen Sie, hier ist der aktuelle Blog-Eintrag von heute Morgen auf der Seite von Tickmill. Diejenigen, die das noch nicht kennen, schauen Sie ruhig mal bei Tickmill vorbei im Blog. Da finden Sie jeden Morgen die entsprechenden Handelsideen, und heute halt die Handelsideen so gegen 8 Uhr habe ich die reingestellt vom 4. Juni, und da besprechen wir heute oder behandeln wir die Charts vom US-Dollar, CAN-Dollar, vom Euro, US-Dollar und vom S&P 500, der hier auch eine schöne Chartsituation hat. Da haben wir ja am Freitag in der ausführlichen Chartanalyse auch drüber gesprochen, und das Thema habe ich dann direkt auch noch aufgenommen, weil im Handelsverlauf vom Freitag sind hier gute Dinge passiert, und das schauen wir uns dann direkt auch einmal näher an. Dann würde ich sagen, gleich rein in die Charts, nicht so viel Zeit verlieren. Und der US 500 ist gerade offen. Das heißt, wir schauen einfach mal in diesen Index rein, wie hier die Situation am Freitag auch geworden ist. In der großen Chartanalyse vom Freitag hatte ich ja gesagt, wir haben hier wunderbar einen richtig schönen Aufwärtstrend im Markt laufen. Ich zeichne Ihnen den einfach mal ganz kurz hier ein, so grob skizziert, nicht auf den Punkt genau. Ich will nur, dass Sie sehen, was ich meine. Hier sehen Sie, wir haben diesen wunderbaren Aufwärtstrend hier laufen. Der hat schön sich nach oben entwickelt und dann ein Korrekturmuster gemacht. Ich persönlich handle solche Korrekturmuster sehr, sehr gern, weil sie halt nicht nur aus ein oder zwei Kerzen bestehen, sondern weil der Markt ja auch etwas Zeit hatte, sich zu sammeln. Wir hatten hier ein durchaus bullisches Korrekturmuster eines leicht abfallenden Kanals oder einer leichten Flagge, wie man das bezeichnet. Das Gesamtbild bleibt allerdings das gleiche. Und wir haben jetzt hier am Freitag den Markt oben drüber laufen gehabt. Das heißt, das war hier Freitag der Ausbruchsversuch. Und jetzt sehen Sie, der Markt beginnt auch langsam nach oben zu laufen. Wir haben hier ein paar Tageshochs relativ nah am Markt dran. Das sehen Sie, ich mache das mal ganz kurz noch etwas größer. Schauen Sie, hier haben wir die entsprechenden Tageshochs vor uns liegen. Eins, zwei, drei Stück liegen hier sehr nah vor uns, und dann geht es hier oben schon weiter. Das heißt, wir haben ein paar interessante Levels vor uns, wo der Markt richtig schön auch rausschieben kann. Und wenn Sie mal schauen, was der Markt hier an Schwankungsbreiten in den letzten Tagen gehabt hat, wenn wir hier wirklich auch wieder 1, 2, 3 solche Kästchen bekommen, weil die Tageshochs in diesem Bereich auch liegen, dann schauen Sie mal, dann sind wir hier bei 1, 2, 3 Kästchen, dann sind wir schon hier oben in diesem Bereich. So, durchaus könnte hier ein dynamischer Tag auch auf uns warten, der kurzfristig doch die Kurse nach oben bringen kann, wenn es der Markt so spielt. Wenn man sich das Ganze jetzt mal noch etwas weiter anschaut,
dann ist so ein Ausbruch aus einem solchen Kursmuster nicht nur für das kurzfristige Trading interessant, sondern natürlich mit Blick in den gesamten Chartverlauf haben wir bei weiter positiv laufenden Börsen natürlich auch für die mittelfristigen Trader unter Ihnen, die nicht sozusagen während des Handelstags permanent die kleinen Charts traden, auch die Marken hier oben drüber liegen. Schauen Sie, was wir hier haben, die knapp 2800 Punkte Marke und hier oben bei knapp 2880 Punkten, wo das Alltime High vom S&P 500 liegt, das sind Marken. Die liegen jetzt durchaus auch in Reichweite vor uns. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Markt bei weiter positiver Entwicklung die auch anläuft. Das heißt, wir haben hier kurzfristig und auch im mittelfristigen Bereich schöne Szenarien, die der Markt nach oben läuft. Weiter geht es nach oben dann natürlich erstmal hier rein, wenn diese Marke hier kommt, die 2800. Das könnte unter Umständen auch ein Widerstand sein. Diese Marken sind ja sehr, sehr wichtig. Aber das wäre auch toll, wenn der Markt diese Nummer hier rausnimmt, weil dann wären wir halt auch, Sie sehen es, wir hatten hier den massiven Schub nach unten und dann hat sich der Markt an dieser 2800 Marke hier zweimal die Zähne ausgebissen sozusagen und ist dann doch tiefer gefallen. Wenn das dann geknackt wird, das wäre dann natürlich auch so eine Art Befreiungsschlag, dass dieser Move nach unten dann endlich komplett abgearbeitet ist und wir dann den Weg hier oben hin frei haben. Das wird noch etwas dauern, nehme ich an, aber nichtsdestotrotz, es liegt vor uns und das ist das Gute. So können wir die Woche, wenn Sie hier entsprechend in den Markt hineingehen, können wir die Woche relativ gut auch planen. Ich bekomme gerade die Info, es gibt etwas Hall im Sound. Ich habe den Sound jetzt mal etwas leiser gemacht. Ich hoffe, jetzt ist es nicht zu leise geworden. Einfach bitte nochmal kurz die Rückmeldung, ob der Sound jetzt sozusagen passt und der Hall auch mit weg ist. Und damit gehe ich dann mit dieser Info zum Sound gerne in den nächsten Titel rein. Das ist das Währungspaar im Markt und zwar der US-Dollar-Euro-US-Dollar in der Koppelung und zwar im Tageschart auch wieder Euro-US-Dollar, das passt hier so. Ich bekomme gerade die Info, der Sound war jetzt etwas zu leise. Ich habe den Sound mal wieder etwas lauter gemacht. Ich hoffe, das passt jetzt von der Lautstärke her und der Hall ist weg. Also, was sehen wir hier im Währungspaar Euro-US-Dollar? Ich habe es für Sie mal aufbereitet. Ich mache den Chart mal noch ein kleines bisschen kleiner hier in dieser Range. Hier oben mal die entsprechenden Zeichnungselemente noch raus. So, ich hoffe nicht, dass wir die nachher in einem anderen Chart noch brauchen, aber wenn nicht, zeichne ich Ihnen die wieder ein. Was haben wir hier? Wir haben hier sehr schön den nach unten laufenden Markt. Ich habe hier mal die letzte Korrektur und die letzte Bewegung für Sie auch eingezeichnet in diesem Markt. Das heißt, wir haben jetzt hier einen schönen Abwärtstrend im Euro-US-Dollar. Und dieser Markt hat hier sozusagen am Freitag so innerhalb der angefangenen Korrektur ein erstes Signal gebracht, es könnte sein, dass ich jetzt wieder nach unten drehe. Das war diese Kerze hier, die wir hier gehabt haben. Das heißt, das ist das erste Zeichen. Wir hatten hier in dieser Korrektur auch nicht wirklich eine tiefe Korrektur. Das heißt, es kann unter Umständen passieren, wenn der Markt in diesem Rhythmus bleibt, dass wir relativ flache Korrekturen sein, dass wir hier ein Signal bekommen haben, wo der Markt nach unten rumdreht. Deswegen schauen wir uns das Ganze hier auch direkt mal in der Stunde an. Wir haben nämlich hier in der Stunde mittlerweile einen, ja, wenn man so will, einen Abwärtstrend laufen. Sie sehen es, der läuft schon nach unten. Hier hatten wir das Tief. Der hat diesen kleinen Aufwärtstrend, was die Korrektur nach oben war, gebrochen. Und jetzt kommt es halt darauf an, was der Markt in Zukunft macht. Untergeordnet ist jetzt hier sozusagen zwar etwas Aufwärtsdynamik zu sehen, aber Sie wissen es ja selber, der Markt braucht immer etwas Zeit, um sich zu entwickeln. Und an diesen Punkten, wo wir jetzt auch in der Korrektur sind, da können auch immer beide Dinge geschehen. Also deswegen ist es gut, sich auch zwei Szenarien zu überlegen. Zum einen kann die Korrektur natürlich noch etwas weiter nach oben handeln. Dann wäre es hier möglich, einen Korrekturhandel zu betreiben und die Trends der untergeordneten Zeiteinheiten dazu zu nutzen, die Korrektur zu traden. Oder aber der Markt entscheidet sich, hier den Weg nach unten wieder einzuschlagen. Da wäre es jetzt natürlich gut, wenn wir sehen, dass der Markt wieder nach unten läuft. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, dass wir diesen Schub nach oben hatten und untergeordnet sozusagen einen kleinen Aufwärtstrend gebildet haben hier in diese Richtung. Das wäre dann sozusagen das Szenario, dass der Markt nach oben will. Das heißt, hier kommt es jetzt wirklich darauf an, was macht der Markt hier an dieser Stelle? Läuft er weiter nach unten? Dann wäre das Szenario, dass der Markt erstmal sagt, gut, es läuft jetzt wieder in die Abwärtsrichtung. Das heißt, in dem Moment würde der Stundentrend wieder auch in die Richtung des Tagestrends laufen. Und damit wäre das Ursprungssignal vom Freitag auch bestätigt und die Wahrscheinlichkeit weiterfallenden Kurse wäre entsprechend da. Möchte der Markt allerdings von diesem Level hier
hier nicht nach unten drehen, sondern nach oben, wäre hier der nächste Anlaufpunkt erstmal dieser Hochbereich hier oben bei 1, das haben wir da gehabt, 1,17, 2, 3, 5, irgendwo hier in diesem Bereich und dann hier nach oben hin, dann haben wir hier oben noch ein Hoch, was der Markt auch rausnehmen könnte. Das wäre dann das Szenario, dass der Markt nach oben hin mit steigenden Kursen entsprechend auch läuft. Und wenn wir uns das ganze Bild hier dann im Tageschart anschauen, dann haben wir nach oben hin, ich mache mal ganz kurz die Zeichnung hier raus, wir sehen hier sonst zu wenig in diesem Chart, wir haben nach oben hin, wenn der Markt doch noch etwas weiter korrigiert, natürlich etwas Luft. Das heißt, wir haben auch hier ein paar Tageshochs liegen, die der Markt relativ schnell nach oben hin wegnehmen kann, und dann wäre das nächste Widerstandslevel hier, dass der Ausbruchsbereich, den wir im Markt gehabt haben, um die Kursmarke von 1,18276 in diesem Bereich, dort wäre das nächste Anlaufziel. Er könnte in der tiefen Korrektur natürlich auch noch bis hier hoch, bis auf knapp 1,20 laufen, ohne diesen Abwärtsschub nach unten sozusagen wettzumachen. Also da muss man sehen, was auf der Oberseite passiert. Auf der Unterseite wäre dann der nächste Anlaufpunkt erstmal hier natürlich dieses aktuelle Trendtief, was wir haben, bei Kursen um die 1,15, 1,35, und wenn wir diesen Chart da mal noch etwas kleiner machen, dann sehen wir auch schon, wenn dieser Bereich hier unten angelaufen wird und gebrochen wird, die nächste Unterstützung hier, der nächste Anlaufbereich, das war dieser Ausbruchsbereich hier in diesem Aufwärtsschub, der liegt bei Kursen um die 1,14, knapp 4, in diesem Bereich wäre dann die nächste Unterstützung im Währungspaar. Also wie schon gesagt, wir sind jetzt hier an der Stelle, wo die Korrektur noch nicht ganz so tief gelaufen ist. Wir schauen mal kurz, wie tief sie gelaufen ist. Wir haben ja hier oben die Bewegung gehabt. Wir sind jetzt hier im Bereich relativ flach, ungefähr, ich schätze mal grobe 40% werden das vielleicht sehen sein, aber wie schon gesagt, wenn der Markt nicht weiter an Stärke gewinnt, könnte es das auch schon gewesen sein. Die Momentaufnahme zeigt eine grüne Tageskerze, dass der Markt erstmal hoch will. Wir werden es sehen, wie schon gesagt, kurzfristig wäre dieser Bereich hier oben interessant. Läuft der Markt darüber hinaus, dann werden wir hier noch etwas weiter Korrektur wahrscheinlich sehen. Fängt er zu schwächeln an, läuft er unten drunter, dann haben wir hier die Möglichkeit des Setups auch nach unten. Deswegen ist die Situation hier an dieser Stelle auch so interessant. Und dann kommen wir noch zum zweiten Währungspaar. Und zwar habe ich hier für Sie den Chart vom US-Dollar-Kan-Dollar herausgesucht. Auch ein spannender Bereich, ein spannender Markt. Sie sehen, der Markt läuft hier unser Setup sozusagen schon an. Und zwar haben wir hier innerhalb dieses Trendbereiches hier einen Markt, der uns am Freitag gezeigt hat. Hoppala, hier war es uns doch zu viel. Der Markt hat eine Kerze, eine Tageskerze gehabt, die man als Doji auch bezeichnen kann. Eröffnungs- und Schlusskurs sind hier am gleichen Punkt gewesen, aber der Docht oben lang ist sehr, sehr, sehr lang, wenn Sie sich das mal anschauen, und eine Bestätigung in diesem Bereich, wenn der Markt hier weiter runterfällt, wäre dann halt ein Zeichen, dass der Markt die übergeordnete Richtung auch wieder aufnimmt. Ich hatte das Ihnen hier mal in diesem Markt auch eingezeichnet, ich würde es auch gleich nochmal tun, kleinen Augenblick, da möchte ich die Farben einfach mal in etwa beibehalten. Ich glaube, das war diese Farbe, die wir hier hatten, naja, nicht ganz, aber ich hoffe, Sie sehen es trotzdem. Da hatten wir hier untergeordnet diesen Trend nach unten sozusagen nach oben sozusagen laufen, hier in diesem Markt, und dann gab es hier diese Situation, dass wir einen Abwärtstrend hatten, das heißt, es gab einen ziemlich starken Move auch nach unten, das heißt, wir haben jetzt hier die Situation eines ziemlich starken Schubes auch nach unten, dieses mache ich einfach mal rot, dass das nachher im Chart oder beziehungsweise im Video auch deutlich besser erkennbar ist, und damit wir uns den Abwärtsschub auch besser anschauen können. Das heißt, wir hatten hier den Schub nach unten, haben jetzt hier im Markt sozusagen, wenn man das mal längerfristig sieht, die Gegenbewegung dazu, und wir haben jetzt hier beispielsweise hier einen Abwärtstrend in diesem Markt und hier einen Aufwärtstrend in diesem Markt. Aber nichtsdestotrotz ist das gesamte Bild momentan halt, sage ich mal, in diesem großen Rahmen betrachtet, trendlos. Wenn man sich diesen Trend hier anschaut, diesen Aufwärtstrend, den man untergeordnet in der Stunde auch sieht, ist der jetzt definitiv gebrochen. Das heißt, wir hatten einen trendbrechende Bewegung, eine Gegenkorrektur und jetzt hier wieder ein Zeichen von Schwäche, das jetzt bestätigt wird. Das heißt, wir haben hier gesammelt ein Bild, wo der Markt uns zeigt, wir wollen doch eher nach unten, und diese unteren Anlaufpunkte wären dann im nächsten Unterstützungslevel von ungefähr 1,26, 2,59, beziehungsweise dann hier unten in diesem Bereich, wo der Markt doch einige Male schon aufgesetzt und wieder nach oben gedreht hat, um die 1,27, was haben wir hier unten, 1,27, 4,39, irgendwo in diesem Level wären die nächsten Unterstützungspunkte. Wenn wir uns das große Bild hier auch mal anschauen, also Sie sehen es selbst auch im großen Bild, hier fließen wirklich diverse Trends zusammen, und da kommt es jetzt für Sie als Händler wirklich darauf an, wie nah sind Sie am Markt, was möchten Sie denn hier direkt traden.
Und aktuell hatten wir hier sozusagen am Freitag dieses Schwächesignal, und dieses Schwächesignal möchte ich für diese Handelsidee entsprechend auch ja beachten. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, dann sehen Sie, gab es diesen Schub nach unten, dann gab es einen starken Move nach oben und jetzt läuft der Markt hier wieder untergeordnet abwärts. Im Kleinen sehen Sie, ist auch schon ein entsprechender Abwärtstrend vorhanden, der auch untergeordnet wieder etwas trendet. Also hier schön spannend. Hier hatten wir auch eine flache Overnight Range. Wenn Sie sich das mal anschauen, hier das Hoch und das Tief des Ganzen ist relativ flach auseinandergenommen. Das heißt, diese Ranges sind ja auch eine gute Handelsstrategie, wenn man sich die Overnight Ranges einfach mal anschaut. Da ist nicht viel Luft und das kann man dann sehr, sehr schön nutzen, wenn der Ausbruch dann nach unten kommt oder nach oben, diese Ranges auch zu traden. Und ich liebe es, diese Ranges hier umzusetzen, wenn der Markt nach unten läuft. Das heißt, wenn der Markt nach unten läuft und der übergeordnete Trend ist auch eher nach unten gerichtet als nach oben gerichtet. Und dann haben wir gute Setups, um das Ganze hier zu bestätigen. Und wie schon gesagt, die Freitagskerze ist momentan hier in Bestätigung begriffen und damit ist ein Zeichen gegeben, dass der Markt erstmal tiefer will. Und je nachdem, wie Ihr Zeithorizont ist, welche Trendgröße Sie gern traden möchten, können Sie hier an diesen Situationen natürlich auch entsprechend Ihre Setups für diesen Markt auch traden. Somit sind die drei Handelsideen für den heutigen Tag auch besprochen. Wenn Sie mögen, seien Sie morgen wieder mit dabei, wenn es um 9 Uhr heißt, Besprechung der Handelsideen live hier auf Facebook. Für all diejenigen von Ihnen, die sich das Video auch immer im Nachgang anschauen, natürlich steht es auf Facebook. Sie können diese Videos auch immer auf dem YouTube-Kanal von Tickmill sehen. Einfach mal bei YouTube Tickmill eingeben, dann den Kanal auch abonnieren am besten. Da wissen Sie immer, wann die nächsten Videos auch eingestellt worden sind. Und wie ich es im Anfang auch schon gesagt hatte, wir haben immer wieder, beziehungsweise wir haben jeden Morgen hier auf Facebook im Blog sozusagen die Möglichkeit, den Chart des Tages oder die Charts des Tages auch anzuschauen, die älteren Handelsideen, die ich hier mal gepostet hatte, auch mit anzuschauen und auch aus diesen sozusagen Einträgen direkt auch auf die Videos zu kommen. Wir haben hier unten das Videoarchiv für Sie drinnen. Da ist immer für den aktuellen Handelstag dann entsprechend auch das aktuelle Video zu sehen und diejenigen von Ihnen, die hier ein älteres Video schauen möchten, können auch direkt von hier aus sozusagen die Videos auswählen, die Sie anschauen möchten. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hab mich gefreut, wieder viele Zuschauer dabei zu haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Handelstag und wir sehen und hören uns dann morgen früh um 9 Uhr an gleicher Stelle wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihr Mike Seidel.